Jeder von uns steht täglich vor der Herausforderung, sich ausgewogen zu ernähren. Und das Mittagessen spielt dabei eine wichtige Rolle. Doch was genau bedeutet ausgewogene Ernährung? Es heißt nicht, ständig zu verzichten, sondern die richtige Balance zu finden und das eigene Bewusstsein für die Ernährung zu schärfen. Dabei wollen wir Sie unterstützen mit unserer neuen mehrteiligen Serie und mit prominenter Hilfe. Küchenmeister Holger Stromberg, der Mann, der unsere Nationalmannschaft fit hält. Bei ihm heißt es immer, essen wie die Weltmeister. Hallo, mein Name ist Holger Stromberg und ich bin Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft und möchte euch, den Mitarbeitern von Coca-Cola, zu einer ausgewogenen Ernährung verhelfen. Holger Stromberg hält seit 8 Jahren die Fußballnationalmannschaft fit und gesund. Und mit ihm im Betreuerstab des DFB holten sich die Deutschen den Weltmeistertitel. In Teil 1 unserer neuen Videoreihe dreht sich heute alles rund um Ernährung und Wohlbefinden. Diesmal haben wir aber den Titel erreicht, also wir haben uns ganz wohl gefühlt und dazu gehört natürlich Ernährung auch. Einmal für den Kopf wohlfühlen, also sprich Lieblingsgerichte kochen, Leibspeisen der Nationalmannschaft wie Milchreis natürlich auch zubereiten, aber natürlich das Wohlfühlen vor allen Dingen im Körper. Nicht nur für die Nationalelf, sondern auch für das CCEAG-Team steht Wohlbefinden an erster Stelle. Wir in unserem Betriebsrestaurant kochen 3 Gerichte für die Coca-Cola-Mitarbeiter, von etwas Vegetarischem zu etwas Leichtem oder zum Beispiel einem kräftigen Gulasch, je nachdem, was wir für Ihr Wohlbefinden an diesem Tag brauchen. Hallo. Zum Auftakt unserer Serie empfiehlt Holger Stromberg passend zum Thema Wohlbefinden gegrillte Champignons mit Karotten-Kardamom-Polenta und Kräutersalat. Dieses Gericht ist so wahnsinnig toll, weil es einfach wohlig warm ist. Durch die Polenta, hier verkoche ich einfach Karottensaft mit Schalotten, koche auf, gebe die Polenta hinein, dann wird es aufgekocht, kurz ziehen lassen und fertig habe ich schon ein ganz, ganz tolles Gericht. Würze das Ganze eben mit ein bisschen Kardamom noch. Dazu gibt es eben einen gegrillten Champignon anstelle von Fleisch und Fisch. Dort kann ich wunderbar mal drauf verzichten, weil es einfach eine ganz, ganz tolle Alternative ist. Hoch eiweißreich und eben mit den richtigen Gewürzen wie Chili und Thymian am Ende eine ganz, ganz tolle Sache auch am Gaumen und da ist dann einfach Gaumendisco. Und dann habe ich noch einen Salat dazu und zwar aus Agavendicksaft, Zitronensaft, wird einfach vermischt, eine Prise Salz rein, den grünen Salat anmachen und dann habe ich ein Gericht, was nicht nur wohlig warm ist, sondern eben auch erfrischt und frisch hält, Kraft gibt, da oben wie auch da und das ist perfekt und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen. Das komplette Rezept finden Sie im Intranet. Und hier noch ein besonderer Tipp zur Zubereitung. Eine ganz tolle Sache ist, wenn ihr beim Champignon Folgendes beachtet. Kurz einritzen, wenn er so groß ist wie dieser, weil dann gart er gleichmäßig durch. Nehmt den Strunk vielleicht etwas raus, den kann man andersweitig verarbeiten. Und dann nur etwas Rapsöl auftragen, in eine vorgeheizte Pfanne legen, ganz kräftig anbraten, bis es Röstaroma hat. Oben dann etwas Salz hinein, das zieht Wasser, etwas Peperoni, während des Bratvorganges alles machen, dann umdrehen, dann dämpft das sozusagen. Und wenn das so groß ist, so ein tolles Filetsteak vom Champignon, dann schiebt es kurz in den Ofen, 3-4 Minuten und das ist es dann auch schon. Und dann habt ihr ein tolles Gericht, lecker, schmackofatz, viel Spaß dabei. Regelmäßige Mahlzeiten helfen gegen Heißhungerattacken und frische Zutaten geben neue Energie. Für den kleinen Hunger zwischendurch empfiehlt der Profi die gesunde Variante. Um über den ganzen Tag hinwegzukommen und fit zu bleiben, empfehle ich natürlich Gemüsesticks. Hört sich erstmal nicht so spannend an, aber ihr werdet sehr, sehr schnell spüren, dass es euch gut tut und dass es auch sehr gut schmeckt. Einfach kombinieren, würzig und süß zusammen und dabei immer viel, viel trinken. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Essen wie die Weltmeister. Dann zu Ernährung und Bewegung.